werden jetzt Michael Lauer zum nächsten Vortrag begrüßen. Er wird uns was über OpenMoko zwischen Experiment und Massenmarkt erzählen. Bitte schön. Dankeschön. Kann man mich hören? Ich habe mir das selber angesteckt. Ist nicht professionell gemacht. Ja, wunderbar. Okay. So, ja, Michael Lauer ist mein Name. Ich bin IT-Freelancer der ersten Stunde bei OpenMoko. Von daher nicht... der war jetzt eigentlich auf Deutsch angekündigt. It was announced in German. I would have a hard time switching spontaneously. But I have a lot of nice colorful pictures, so... sorry. Ja, ist natürlich etwas undankbar, hinter Professor Tannenbaum zu sprechen, aber schauen wir mal, was wir daraus machen. So, im Wesentlichen drei Themen, die ich kurz ansprechen möchte. Was ist OpenMoko und warum ist OpenMoko? Das nur sehr kurz, weil es sich doch so langsam rumspricht, denke ich. Was bisher geschah und welche Probleme sich auf dem mittlerweile doch schon ja, fast 2 Jahre langen Weg sich so ergeben haben. Und was wir jetzt haben und warum wir dennoch daran glauben können, dass wir irgendwann mal in diesen Massenmarkt kommen können und warum es trotzdem keinen Grund zum Jammern gibt. So, this is the picture I was talking about. Also OpenMoko, offene Mobilkommunikation, im Wesentlichen ganz kurz 3 Aspekte, die ich da nennen möchte. Einmal, ja, Mobilkommunikation, offen und frei, bezieht sich im Wesentlichen auf Hard- und Software. Und das ist eine schmerzliche Lektion, die man lernen muss, wenn man viele Jahre in Projekten verbracht hat, die versucht haben, gegen Herstellerinteresse Hardware zu öffnen. Als da sein Taurus, iPack, HTC und ähnliche Motorola ECX Projekte mal angeführt. Wenn man wirklich eine offene Plattform haben will, muss man seine Hardware leider selbst bauen, derzeit. OpenMoko ist die bisher einzige freie und offene Hardware- und Software-Plattform. Daran ändern auch Ankündigungen von vielen großen Playern bis jetzt nichts, denen noch Taten folgen müssen. Wir sind da zumindest dort sind wir schon ein wenig weiter. Ganz wichtig ist halt, wie erwähnt, dieser Freiheitsgedanke, der sich bei OpenMoko fraktal durch alles durchzieht. Geht es nicht nur um die Hard- und Software, sondern weitestgehend auch um die Art, wie entwickelt wird. Also von Entscheidungen, Designentscheidungen mal abgesehen, der Workflow ist dokumentiert, die Hardware-Bugs sind dokumentiert. Manchmal ist so viel offen, dass ich schon als manchmal sagen würde, es ist etwas geschäftsschädigend, was da offengelegt wird. Aber das ist nun mal das Paradigma, unter dem OpenMoko operiert. Und das kann man eben nur ganz oder gar nicht betreiben. Der dritte wichtige Punkt ist, dass sich OpenMoko als Innovationsinkubator sieht. Und zwar Power to the People, das heißt den Entwicklern die Möglichkeit geben, die Ideen, die sie haben, die im Wesentlichen wahrscheinlich spannender sind als alles, was man so in Firmen anzutreffen sieht, weil die Innovation startet immer bei dem Nutzer da draußen. Der hat ein Problem, das möchte er gerne gelöst haben. Und entweder er hat die Werkzeuge, um das Problem zu lösen, oder er hat sie nicht. Im Mobilfunkmarkt, der bisher sehr reguliert ist, hat er bis jetzt Pech gehabt. Meistens. So, eine kleine Timetable, was bisher geschah, um diejenigen, die das OpenMoko-Projekt in den letzten 2 Jahren nicht so ganz verfolgt haben, ein bisschen kurz up-to-date zu bringen. Auf der OSIM, Open Source and Mobile, ist eine relativ große business-orientierte Konferenz, die sich mit Mobilsoftware beschäftigt, wurde 2006 das angekündigt. Es war so eine mystische Gastrednerpräsentation, der nicht angekündigt war, sondern überraschend in das Programm eingeführt wurde, hat dort von einer vollständig offenen Mobilfunkplattform erzählt, die im Januar 2007 da sein sollte. So, dann passiert erstmal nichts, bis im Februar 2007 zumindest ein wenig Code und die Entwicklungswerkzeuge und der interne Bugtracker und das interne Wiki freigegeben wurden. Dennoch weiterhin von Hardware nichts zu sehen.
Weitere paar Tage später wurde die sogenannte Phase 0 angebrochen. Es wurden 50 Entwickler rausgeguckt aus der Mobile-Linux-Szene und die wurden mit Prototypen versehen. Das war einfach so eine Art ja, Developer-Seeding, wie das irgendwie Nokia auch macht, nur in etwas größerem Ausmaße. Also wir haben einfach mal 50 Geräte verschenkt und gesagt, schaut mal, was ihr damit irgendwie machen könnt und gebt uns ein bisschen Feedback. Im Juli 2007 wurde eine Nachfolgeversion angekündigt. Wohlgemerkt, ich sprach nur nicht davon, dass die Version im Handel ist. Das war gegebenenfalls taktisch nicht ganz klug. Auf jeden Fall wurde eine verbesserte Version angekündigt, die damals, hieß es, zum Weihnachtsgeschäft lieferbar sein sollte. Oh ja, das ist noch der alte Hochfahrton, sehr gut. Am 9.7. wurde das Gerät endlich im Verkauf gelegt und es war binnen weniger Monate ausverkauft. Das heißt, der Bedarf war da, wobei allerdings man sagen muss, es wurde nur eine Kleinserie aufgelegt. Es sind von diesem Neo 1973 kleiner 5000 verkauft worden in der kurzen Spanne. Am 10.8.2007 wurde angesichts der großen Kritikpunkte, die die ersten Tester mit der Auslieferungsversion hatten, ein neues User-Interface angekündigt, das ein bisschen die Schwächen der Hardware umschifft. Schwächen insbesondere, als die erste Version der Software entwickelt wurde oder auch designt wurde vom Designer, hatte noch niemand dieses Teil in der Hand gehabt. Das heißt, es war nicht hundertprozentig klar, wie groß eigentlich 2,8 Zoll sind. Also es war schon klar, aber das auf dem Datenblatt zu haben und in der Hand sind offenbar auch für Designer zwei unterschiedliche Dinge. Außerdem war nicht klar, wie tief das doch hier so eingebettet ist, der Touchscreen, sodass die Ecken relativ schlecht zu erreichen sind und, und. Ach ja, und man hat dann auf einmal auch gesehen, dass kein Platz für einen Stylus in dem Gehäuse ist. Insofern musste man das ein oder andere dann im User-Interface ändern. Dennoch, wenige Wochen später war das Teil ausverkauft. Man dachte ja zu dem Zeitpunkt, 3 Monate später würde man GTA 02 haben und in wirklich großen Stückzahlen verkaufen können. So, dann passierte nichts, bis im März 2008 dieses Paradigma Offenheit sein nächstes Kapitel aufgeschlagen hat, nämlich die CAD-Gehäusedaten wurden veröffentlicht, was wirklich ein Novum in diesem ganzen Bereich ist. Leider ist der Effekt dieser Öffnung immer noch nicht so wirklich angekommen. Also ich denke, OpenMoko hätte sich erhofft, dass vielleicht der ein oder andere irgendwie in der Kleinserie ein alternatives Gehäuse herstellt. Da habe ich bis jetzt noch nicht viel davon gehört. Vielleicht kommt es noch. Am 5.5. hat die Free Smartphone Org Initiative, von der ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen werde, angekündigt, dass sie für das Neo einen neuen Software-Stack beginnt, beziehungsweise schon begonnen hat und den auch mit sehr viel Community-Initiative und Energie fortführen will, der sich aber auf die Systemdienste bezieht, also jetzt keine Oberfläche anbieten möchte. Später, ein paar Tage, wurde das sogenannte April Software Update angekündigt. Eine auf Qtopia basierte Version der Betriebssoftware, die allerdings stark modifiziert ist, sodass sie einen X-Server benutzt, im Gegensatz zu dem Ur-Qtopia, was direkt auf den Framebuffer zugreift und dadurch etwas feindlicher gegenüber anderen Toolkits gesinnt ist. Ja, am 3.7. war es ja endlich soweit, ein paar Monate später als angekündigt oder gedacht, FreeRunner lieferbar, ist da auch jetzt immer noch und ich hoffe in ausreichenden Stückzahlen. Das bisher letzte Kapitel und auch ein sehr, sehr spannendes, vor einem Jahr stand ich im, ich weiß nicht, ob es dieser Hörsaal war, auf jeden Fall stand ich hier und wir sprachen über Schaltpläne. Ich habe gesagt, ja, das sind ja die Kronjuwelen von irgendeiner Firma, dann geht es ja noch schneller, dass irgendwie das Device raubkopiert wird.
auch Asiaten unter sich im Übrigen klauen, also so ist es nicht. Aber wir haben sehr, also hinter den Kulissen haben wir wirklich sehr viel dran gearbeitet und ständig irgendwie kleine Nadeln eingestochen in die, in den Mutterkonzern. Können wir das nicht endlich machen? Können wir das nicht endlich machen? Sind wir jetzt schon soweit? Gut, jetzt sind sie draußen und das ist auch hier wieder ein echtes Novum. Also man kann jetzt wirklich sagen, auch die Hardware-Plattform ist befreit. Minus einige Dinge, die sich zwecks Regulierung nicht befreien lassen, wie zum Beispiel das GSM-Modul. So, das liest sich alles eigentlich so ganz gut. 2 Jahre sind auch für 2 Modelle gar nicht so unüblich, wenn man from scratch beginnt. Dennoch gab es viele, viele, viele Probleme auf dem Weg. Und die Probleme beziehen sich auf Hard- und Software. Auch hier wieder, wenn man eben so eine Plattform baut, gibt es auch überall Probleme. Ein Problem ist sicherlich, dass Hardwareentwicklung komplexer ist als gedacht. Dass Teams eben auch lernen müssen und Teams auch Fehler machen, insbesondere wenn sie keine Erfahrung haben mit Smartphone-Designs, hat sich gezeigt. Es hat sich aber auch ein anderes konzeptionelles Problem gezeigt. Das sind Seidentücher, sollen es zumindest sein. In vielen Farben und vielen verschiedenen, wie nennt man das, haptischen Ausprägungen. Das entspricht ungefähr dem, was ein großer Hersteller machen kann. Der sagt, gib mir ein Modul, das ist 2 mal 2 Zentimeter groß und braucht 20 Mikroampere Strom und leistet dies und dies und ich nehme dir davon 5 Milliarden ab. Gut, so ist das normalerweise üblich in Asien, dann fängt der Hersteller an und geht dann ans Reißbrett und macht den Chip. Und dann kriegt der Hersteller, dann kriegt derjenige, der ihn geliefert hat, nein, der ihn bestellt hat, kriegt ihn so, wie er ihn geliefert hat. Liefern haben wollte. Naja. Ich denke, es ist klar, was ich damit sagen will. Das ist, wenn man groß ist, viel Geld hat und hohe Stückzahlen. Dann kann man das so machen. So, demgegenüber steht der sogenannte offene Markt, der offene Komponentenmarkt, in dem man, naja, das nimmt, was man kriegen kann. Das ist vielleicht nicht ganz so schick, nicht ganz die letzte Version, hat nicht ganz die Features oder etwa den Formfaktor, den man sich wünschen würde, aber es ist das Einzige, was man zur Verfügung hat, wenn man keine Millionen Stückzahlen ordern kann. Das alleine wäre gar nicht so schlimm. Jetzt ist das Problem, wenn diese Freiheit noch dazu kommt. Das sind diese, wenn man jetzt unbedingt möchte, dass man einen Treiber schreiben kann, der frei ist, das heißt eben geschrieben werden kann, so dass man ihn als GPL lizenzieren darf, und vielleicht auch einen Hauptprozessor gerne verwenden möchte, von dem man die Schaltpläne runterladen kann, ohne ein NDA unterschreiben zu müssen, dann wird es vom offenen Komponentenmarkt zum Markt freier Komponenten, der noch ein bisschen einsamer ist. Es ist wirklich ein gewisser Preis für diese Offenheit zu zahlen, nämlich dass man sich in bestimmten Komponenten einfach nicht bedienen kann. Das ist zum Beispiel der Grund, warum dieses an sich schöne Gerät kein UMTS hat, weil es derzeit keine frei verfügbaren UMTS-Module gibt, die fertig lizenziert sind, die einen angemessenen Stromverbrauch haben und die man hier einbauen kann. Gibt es nicht, noch nicht. Es gab allerdings auch Probleme in der Software. Ein wenig trägt dazu bei, dass vielleicht falsche Vorstellungen von auch von so einem Hersteller, der Open Source Software affin ist, der denkt dann, naja, Open Source ist ja, es gibt im Wesentlichen ja alles und für alles nicht nur eine Lösung, sondern gleich 5 und die brauchen wir doch nur anzupassen, mal schnell. Und dann haben wir die Software. Das dachte sich leider auch OpenMoko damals, als es GTK nahm und auf das Mobiltelefon gebracht hat. Da entstand ja dann wenigstens die 2. Version, die schon ein Tick besser war. Und dennoch hat dann OpenMoko 12,
Monate Geld in die Investition von mobile adaptierten PIM-Anwendungen gepusht. Und das Ding wurde irgendwie nicht richtig gut und wurde nicht richtig stabil. Und die sagen, das ist irgendwie kein Produkt. Ja, und dann fingen da die Köpfe zu rauchen an. Sie dachten, in 2 Monaten ist GTA 02 draußen und wir haben keine Software. Was machen wir? Und dann kam diese Idee, etwas fast Fertiges zu nehmen, nämlich Qtopia von Toltech, die schon wesentlich länger unterwegs sind. Die haben 5, 6 Jahre im Rücken und das merkt man der Software auch an. Aber jetzt einfach Qtopia zu nehmen und mit dem Gerät auszuliefern, wäre politisch höchst schwierig gewesen. Warum? Weil das normale Ur-Qtopia eben auf dem Framebuffer operiert. Das bedeutet, wenn ich irgendeine Anwendung hinzufügen möchte, muss die Qtopia sein, muss die C++ sein, muss die mit den Qt-basierten Bibliotheken laufen. Kein X, kein GTK, kein WX-Widgets, kein E, was auch immer. Das so weit wollte OpenRun dann doch nicht gehen und sagte, gut, dann passen wir es nochmal kurz auf X an. Auch hier wieder dieses Anpassen, dieses Kurz in einem Satz. Es hat dann wieder länger als gehofft gedauert und ist auch noch nicht so stabil wie eigentlich gewünscht. Also auch auf der Softwarewelt befindet man sich teilweise auch noch in diesem Irrgarten. Dieses Bild gibt eigentlich nicht das wirkliche Bild wieder, denn da sieht man eigentlich ganz gut, was Trumpf ist. Eigentlich ist es eher dieses Problem. Man verrennt sich in Sackgassen, aber man muss halt auch gewisse Dinge auch mal implementieren, bevor man sieht, dass sie nicht taugen. Nun, um diesem Problem ein für alle Mal zu entgehen, haben sich dann ein paar Leute zusammengeschlossen und OpenMoko, wie man so schön sagt, immer in den Hintern getreten und gezeigt, was man machen könnte, wenn man da wollte. Das Pineo-Projekt hat einfach mal so in ein paar Monaten Arbeit was hingebracht, was irgendwie schon telefonieren konnte, wesentlich stabiler als alles, was OpenMoko bis dahin veröffentlicht hatte. Ein paar Demos-APIs in Python geschrieben und das Ding rannte und war sehr beeindruckend. Und das war die Initialzündung, da hat sich OpenMoko gedacht, aha, so kann es also auch gehen. Gut, dann unterstützen wir das. So. Und dann, inspiriert von diesem Projekt, ist dann das sogenannte, inspiriert von diesem Projekt ist das sogenannte FreeSmartphone.org-Projekt entstanden, was sich zum Ziel setzt, endlich mal eine portable Service-Architektur für so mobile Anwendungen zusammenzustellen. Es ist im Wesentlichen die Antwort auf die Frage, wie unterstütze ich Innovation und Kreativität am besten? Da gibt es ja auch viele Meinungen. Also es gibt Leute, die sagen, ich brauche einfach nur ein weißes Blatt Papier, um meine Ideen zu realisieren. Wenn ich jetzt aber eine Telefonieanwendung schreiben möchte, eine eigene, und muss erst nochmal einen AT-basierten Kommandostack implementieren, dann ist es vielleicht mit der Freiheit doch zu weit. Winston Churchill hat mal irgendwie gesagt, give us the tools and we will finish the job. Das heißt, der Punkt ist, wo ist die Balance? Was muss ich mindestens mitgeben, damit Leute loslegen können, ihre Anwendungsprobleme eigentlich zu lösen? Und wir sind mittlerweile der Meinung, was wir mindestens mitgeben müssen, ist so eine Service-Architektur. Das ist das OpenMoko Service Framework, was gleichbedeutend mit dem FreeSmartphone.org-Projekt ist. Warum ist es da nicht bei OpenMoko gehostet? Das liegt zum größten Teil daran, dass wir damit explizit einen Versuch unternehmen, über den Tellerrand dieser einen Mobilplattform zu gucken. Das ist natürlich für das Neo optimiert. Klar, die bezahlen das Geld dafür, dass wir dieses Ding entwickeln. Aber es ist von vornherein auch so entwickelt, dass möglichst andere freie Linux-Systeme davon partizipieren können. Ich habe es zum Beispiel schon auf die Motorola ECX-Serie portiert. Es gibt Bestrebungen derzeit, das für die HTCs zu machen, sodass wir dann auch Endkunden irgendwann mal ein bisschen größeres Portfolio an Geräten für ihre Anwendungsplattform anbieten können.
So, wie sieht das aus? Grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil ist Debus, habe ich schon mal erwähnt. Debus ist ein Interprozesskommunikationsbibliothek, im Wesentlichen sowas wie RMI ohne R oder RPC ohne R, also Prozeduraufrufe oder Methodenaufrufe, aber nicht remote, sondern lokal. Debus hat sich mittlerweile zu dem Standard-Interprozesskommunikationssystem auf Linux entwickelt oder auch auf Unix-Systemen. Und das ist gut. Das nehmen wir. Warum nehmen wir das? Weil es auch wieder hier sehr viel Freiheit gibt. Ich kann Debus sprechen im Prinzip von fast jeder Anwendung, von fast jeder Programmiersprache und von allen möglichen Bibliotheken. Und das bedeutet, ich bin wirklich nicht mehr darauf fixiert, dass ich eine bestimmte Programmiersprache oder auch ein bestimmtes Toolkit nehmen muss, um mal eine Dialer-Anwendung zu schreiben. Und das finden wir eine sehr gute Sache. So, was ist da drin enthalten? Wenn das mal fertig ist, sollte das so aussehen, etwa wie dieses hier. Wir haben so zwei Ebenen. Wir haben so eine Art Low-Level-Dienste, eine Art High-Level-Dienste. Auf den Low-Level-Diensten steht sowas wie Gerätekontrolle, also Peripherie ein-ausschalten oder auch Audio, das Abspielen, GSM ist dabei. Auf der Low-Level-Ebene ist das der GSM-Muxer, der erlaubt, dass mehrere auf mehreren virtuellen seriellen Ports GSM gesprochen werden kann, AT gesprochen werden kann, um zum Beispiel sowas wie gleichzeitig GPRS und mal eine SMS schicken, möglich zu machen. Ja, Bluetooth, GPS und eine Netzwerkabstraktion. Auf einer etwas höheren Ebene sind dann so Dienste wie Referenz-Counting von Peripherie, dass ich also weiß, fünf Anwendungen haben Bluetooth eingeschaltet. Das bedeutet, dass ich die sechste Anwendung einfach laufen lassen kann, ohne dass es erneut eingeschaltet werden muss. Und wenn alle sechs irgendwie gestorben sind, wird das auch wieder ausgeschaltet. Das ist nötig, um sinnvoll mit Ressourcen dort zu haben. Einen gemeinsamen Präferenzdienst, damit man Zugriff auf gemeinsame Settings hat. Natürlich einen etwas hoch abstrahierten Telefoniedienst, über den sage ich gleich noch ein bisschen was. Networking, Kalender, Kontaktabstraktion, alles, was man eigentlich, an was man eigentlich so ran möchte und bei vielen Plattformen leider nicht kann. Das sind Debus Device APIs. Ich habe jetzt hier mal Screenshots von docs.freesmartphone.org hier eingepastet. Das ist derzeit die Dokumentation. Wichtig ist ja bei solchen Sachen immer, ohne Dokumentation existiert das Ding nicht. Und insofern ist das auch in jüngster Zeit sehr weit getrieben worden. Hier sehen wir beispielsweise mal die APIs, die Kategorien der APIs vom Device API, also Gerätekontrolle, das Telefonie API, dieses Ressourcemanager API, ein darauf aufsetzendes Telefonie API und Präferenzes API. Wenn man sich jetzt eines von diesen mal rausgucken, ich habe zum Beispiel GSM Network mal hier rausgeguckt. Das sieht dann so aus, ich habe hier einen Namensraum, auf dem ich bestimmte Operationen durchführen kann. Network, da bezieht sich jetzt auf GSM Network. Das heißt, da kann ich solche Dienste in Anspruch nehmen wie registriere mich doch mal mit irgendeinem Operator, gib mir den Status, gib mir die Signalstärke, gib mir die verfügbaren Operator, in welchem Land befinde ich mich gerade, Call Forwarding, Call Identification und ähnliche Dinge. Diese Debus-APIs sind eine wirklich sehr nette Geschichte. Um einfach mal ein Beispiel rauszugucken, wie man damit was tun kann, habe ich mal einen SMS-Echo-Service hier also Ping kennen wir ja alle und das wäre jetzt quasi Ping auf SMS basiert. Im Wesentlichen habe ich hier, ich habe es mal in Python gemacht. Deswegen, weil man mit relativ wenig Zeilen relativ viel ausdrücken kann. Man kann das auch mit Shell machen oder man kann es mit Java machen oder C oder C++ oder mit allen möglichen. Ich glaube, selbst Scheme und Eiffel haben mittlerweile sowas wie Debus-Bandings. Ja, wir fangen hier unten an, das da oben ist eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn irgendwas passiert.
Wir nehmen uns eine Main Loop. Die brauche ich, weil bei Debus ist inhärent asynchron. Das ist, ich registriere mich auf bestimmte Ereignistypen und dann werde ich später zurückgerufen. Also Standard-Event-basiertes Callback-Prinzip. Ich brauche also eine Main Loop dafür. Die schnappe ich mir hier. Dann brauche ich einen Bus. Debus unterscheidet zwischen System-Bus und Session-Bus. Der System-Bus existiert nur einmal, auf dem befinden sich quasi systemrelevante Komponenten. Der Session-Bus kann öfter gestartet werden, auf dem befinden sich dann quasi, kommt natürlich aus der Desktop-Welt dieses Debus, da befinden sich Dienste, die pro X-Session neu gestartet werden würden. Um Debus zu sprechen, brauche ich im Wesentlichen ein Interface und ein Objekt. Das wäre hier das Objekt. Ich möchte Org Free Smartphone GSM Device. Objekte werden adressiert, so ein bisschen wie, sieht ähnlich aus wie so ein Pfeilpfad. Und Org Free Smartphone GSM SIM ist das Interface, was ich spreche. So, dann konnektiere ich ein Signal, nämlich das Signal Incoming Message mit meinem Callback. Incoming Message wird aufgerufen, wenn eine neue SMS reinkommt. Gut, wenn die neue SMS reinkommt, kriege ich den Index davon. Derzeit ist das so konfiguriert, dass einkommende SMS zunächst mal auf der SIM gespeichert werden und dann kann man sich die von der SIM rausholen. Das machen wir, indem wir hier sagen Retrieve Message Book. Als Parameter kann man hier Unread geben. Ich könnte auch dediziert nur eine auswählen, aber ich nehme einfach mal als gesamte, aber nur dort die ungelesenen Nachrichten. So, dann spalte ich das ein wenig auf. Eine Nachricht wird hier als Viertupel repräsentiert. Index ist die Speicherposition auf der SIM. Status ist eben gelesen, gesendet, ungelesen, ungesendet. From ist eine Telefonnummer und Contents ist ein Text. So, und als Beispiel, wenn diese SMS von einer bestimmten Nummer kommt und der Inhalt mit Ping beginnt, dann schicke ich einfach mal eine SMS zurück. Das geht so, dass ich zunächst eine speichere, auf der SIM wieder, mit der Nummer, von der ich sie bekommen habe, sonst wäre es ja kein Ping-Pong, und einfach mit dem Text-Pong. So, und dann sende ich das Ding und bin fertig. Und irgendwann kommt dann die SMS drüben an. Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass man mit relativ wenig Aufwand Zugriff zu spannenden Dingen hat. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich sende eine bestimmte SMS, wenn die einen bestimmten Text hat, zum Beispiel getGPS, gebe ich mal die GPS-Koordinaten zurück. Die kriege ich über ein anderes Debus-API. Oder ich könnte zum Beispiel sagen, wenn jemand anruft und das 3 Sekunden lang klingeln lässt, dann schicke ich ihm eine SMS zurück, wo die Lagesensoren-Position drin steht. Ich weiß jetzt nicht, wofür man das gebrauchen kann, aber Remote-Wasserwaage. Aber also der Punkt ist im Wesentlichen, ich habe jetzt hier wirklich einfachen Zugriff auf echte spannende Dinge und welche Probleme die Leute damit lösen. Das ist natürlich derzeit noch völlig unklar, aber das ist genau die Idee eigentlich dieses OpenMoko-Projekts. Gib den Leuten die Werkzeuge in die Hand, um ihre Probleme zu lösen. Und was man mit spannender Verknüpfung von zum Beispiel Bluetooth und diesen Lagesensoren machen kann, hat Sebastian Manke im ersten Vortrag heute gezeigt, indem er einfach geschnickt hat und dann die Folie weiter hat blättern lassen. Das will ich unbedingt übrigens auch haben. Ja, also es gibt eine ganze Menge dieser Debus-APIs. Man kann einfach mal auf docs.freesmartphone.org gucken. Und ich denke, das ist jetzt so die dritte oder vierte Inkarnation des OpenMoko Software Stacks. Und diesmal bauen wir das Haus richtig. Nämlich mit dem Fundament zuerst und erst später dann das Dach. Es hat ein wenig gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Aber besser spät als nie. Gut, was kommt nach GTA 02, was kommt nach dem Freerunner, was passiert nächstes Jahr?
einfach so ein paar Dinge, die ich da nennen möchte. GTA Anno 2 hat einige Ärgernisse in der Hardware. Keine Hardware ist perfekt. Im Unterschied zu anderen Herstellern sieht man es bei uns leider durch den exponierten Entwicklungsprozess. Es gibt ein paar Dinge, über die wir uns ärgern, zum Beispiel die schlechte Grafikperformance oder das doch polarisierende Gehäuse, sag ich mal. Es gibt Leute, die lieben das, wirklich. Ja. Es gibt leider genauso viele Leute, die es hassen oder sogar noch ein paar mehr. Diese Ärgernisse oder auch zum Beispiel GPS. Wir haben nur GPS, wir haben keinen UMTS, wir haben noch nicht mal Edge. GPS ist relativ langsam, 5K die Sekunde. Ich meine, das ist schon ordentlich im Vergleich zu einem 300 Baud Akustikkoppler, aber gut, wir sind jetzt auch im Jahr 2008, also da muss man schon ein bisschen mehr machen. GTA 03 wird höchstwahrscheinlich ein Edge-Modem immerhin bekommen. Und dann noch einige andere Ärgernisse aufräumen. Kann ich noch nicht so viel dazu sagen, ist ja auch noch alles in der Entwicklung. Außerdem ist es nicht um die Ecke. Das ist, also das veröffentlichte Datum wird, ich weiß es nicht. Aber wenn man den Track Record sich anguckt von OpenMoko, es wird noch ein bisschen dauern mit der Hardware. Ja, also hardwaremäßig ist derzeit ein Modell in Planung. Es waren früher mal ganz ambitionierte Pläne, dass man irgendwie zwei, drei gleichzeitig machen wollte, was Großes, was mit Keyboard. Jetzt Simplifizierungen am Boden der Tatsachen bleiben, sich auf eine gute Hardware konzentrieren, das ist, was momentan da läuft. Auf Software-Ebene wird das ähnlich sein, ein bisschen was vereinfachen. Wir haben jetzt mit diesen Free-Smartphone-Org-Geschichten angefangen und die große Frage ist jetzt, wie bringen wir graduell das, was wir dort machen, nämlich ein stabiles Fundament, letztendlich in die Software für die Leute. Und ist mir derzeit noch unklar, wie genau das passieren soll, aber wir sind dran, sage ich mal. Also die Idee, Free-Smartphone-Org-APIs in das bestehende August Software Update, was jetzt OpenMoko 2008 heißt, einzubinden, ist eine ambitionierte Geschichte, weil derzeit da der ganze Qtopia GSM-Stack läuft, der im Wesentlichen so ein Alles-oder-Nichts-Ding ist. Das ist alles sehr schwer zu modularisieren und teilweise auszutauschen. Insofern könnte es sein, dass vielleicht doch wieder was in Richtung GTK gemacht wird, oder so eine Art Hybrid-Image, die besten Sachen aus dem GTK-Image, aus dem E-basierten Image und vielleicht noch mit Qt. Das bleibt abzuwarten. Aber der Fokus ist derzeit wirklich auf stabilen Services für Anwendungsentwickler. Auf der anderen Seite kommt, um dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Drive zu geben, hat neulich das Debian-Projekt eine ganz spannende Ankündigung gemacht. Die haben nämlich jetzt auch ein Image für das Neo im Gepäck, was auch schon die Free-Smartphone-Org-APIs benutzt. Und darüber hinaus, weitergehend, kann man ja mit Open Embedded einfach was nehmen und sich eine angepasste Distribution bauen, wenn man mit gar nichts glücklich ist, was OpenMoko liefert. Insofern bleibt das auch offen. Fakt ist also, es bleibt spannend. OpenMoko ist noch da, trotz aller Android und iPhone und Nokias und Motorolas. Und ich denke, die bleiben auch noch eine Weile am Leben. Und jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung und bedanke mich. OpenMoko ist noch da, weil es am Ende jetzt gerade die Video ja. Aber ich meine, das Ziel ist doch eigentlich nicht nur da zu sein, sondern eben auch auf den Massenmarkt zu kommen. Und oder zumindest eben, ich denke mal, dass die Firma letztendlich, die dahinter steht, letztendlich auch irgendwie Gewinner wirtschaften könnte. Vermutlich jetzt einfach mal. Und dazu ist es dann schon notwendig, dass dann eben eine gewisse Anzahl von Einheiten eben verkauft werden. Ja. Um ehrlich zu sein, ich beobachte das ein bisschen aus der Ferne, finde es interessant, aber auf mich wirkt es momentan eben noch so ein bisschen so wie ein Geekphone. Also nicht so als etwas, was auf dem Computer. Ja, also meine Schwester würde jetzt sagen, schön, aber die würde jetzt nicht unbedingt dann jetzt vernutzen wollen, nur weil das jetzt irgendwie ein Linux ist, ein Open Source und treibt. Also der wird es um die Anwendung gehen. Ja. Gibt es da irgendwie jetzt
Bestrebungen oder jetzt wirklich jetzt eine Art Masterplan, mit dem man jetzt versucht, auf den Massenmarkt zu kommen? Den Masterplan gibt es sicher. Ich fürchte, den wissen nur 2 oder 3 Leute in dieser Firma. Und das sind die Entscheider, die dann mit den Banknoten winken. Nein, aber ich denke, was man nicht vergessen darf, ist so eine gehörige Portion Realismus bei dieser ganzen Linux-Geschichte. Die Frage ist, wie lange hat Linux es gedauert, um wirklich eine Alternative auf dem Desktop zu werden? Einige sagen, ist es immer noch nicht. Ich bin der Meinung, das ist nicht richtig. Es ist meiner Meinung nach eine Alternative auf dem Desktop, auch für Sekretärinnen, wenn man die richtigen Anwendungen benutzt und zum Beispiel allen Sekretärinnen LaTeX beibringt. Aber egal. Also ich denke, das hat ungefähr 10 bis 15 Jahre gedauert. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert auf dem Mobile-Markt, aber das ist definitiv nichts, was von heute auf morgen passiert. Deswegen auch ein Hersteller wie OpenMoko schaut sich an, was kann er derzeit, was hat er. Für uns ist derzeit der Nischenmarkt das Einzige, wo wir wirklich mitspielen können. Das ist aber auch kein zu vernachlässigender Markt. Also es gibt viele Nischenmärkte, wo beispielsweise die volle Kontrolle über den Stack wichtig ist. Wo ich wirklich, wenn es sein muss, in den Code vom Kernel und vom Bootloader reingehen möchte. Gibt es Firmen, die brauchen das, um wiederum ihre kundenspezifischen Lösungen einfach da zu realisieren. Und eben auch, ich sag mal, diesen Innovationsinkubator. Ich denke, es gibt wirklich viele, viele Leute, die gute Ideen haben. Und die konnten die bisher nicht realisieren, weil eben ja, Symbian, Windows Mobile, auch das iPhone. Man kommt weit an einigen Ecken und an anderen Ecken kommt man überhaupt nicht weit und wird also wirklich beschränkt. Und hier komme ich mit einem Gerät in den Markt, was vielleicht nicht so super sexy ist wie alle anderen, wo ich aber alles, was es kann, wirklich auch benutzen darf. Und in der Richtung, wie ich es mir vorstelle. Und ich denke, das ist kein zu vernachlässigender Teil. Dass man also quasi auch über diesen Nischenmarkt und diesen, ja, weiß ich nicht, Power-User oder meinetwegen auch Geek-Markt, dass man das wirklich als Initialzündung benutzen kann. Und da erstmal eine Weile drauf reitet und guckt, was kommen denn jetzt für Anwendungen, was kommen denn jetzt für gute Ideen, die gegebenenfalls später dann mal wirklich einen Unterschied machen. Letztendlich, die guten Anwendungen machen den Unterschied. Und Anwendungen verkaufen auch Geräte. Und letztendlich denke ich, dass die freie Software-Community auch auf Geräten mit limitierter Hardware Lösungen bereitstellen kann, die besser sind als kommerzielle. Nun sind wir noch nicht so weit. Vielleicht auch zum größten Teil, weil es eben gedauert hat, bis wir die Werkzeuge bereitgestellt haben, die man braucht. Eine kritische Masse an Werkzeugen sind einfach wichtig, Softwarewerkzeuge. Aber ich denke, es könnte explodieren, wenn in dem Moment wirklich spannende Anwendungen da sind, die es woanders nicht gibt. Und es dann heißt, das Telefon ist toll, da gibt es die Anwendung, was da läuft Linux drauf, interessiert mich nicht. Aber die Anwendung will ich haben, also kaufe ich es mir auch. Und jetzt gehe ich hin und jetzt brauche ich den iPhone-Killer und jetzt fange ich an, alle meine geilen, wirren Ideen, die ich im Kopf habe, einfach mal umzusetzen. Und dann sitze ich da, ja, das 2007-2-Image sieht schick aus, fand ich das hübsch so als erstes, installiere mir dann ASO und denke, Gott, was zur Hölle ist denn das? Das sieht ja furchtbar aus. Wofür entwickle ich denn jetzt? Mache ich jetzt, keine Ahnung, FSO oder mache ich jetzt für ASO oder entwickle ich jetzt doch dann lieber noch irgendwie klar? Das Problem ist, glaube ich, die Entwickler sitzen ja alle im Moment da und haben keine Ahnung, was sie tun sollen. Ja, null. Das ist richtig. Das ist richtig. Achso, was? Dass die Entwickler. Ja, also, es war keine Frage, es war eher so eine Aussage. Die generelle Konzeptlosigkeit. Ich habe wieder schon mal zu viele Möglichkeiten. Zu schnell zu viele Möglichkeiten. Zu viele verschiedene Stacks, zu viele Images. Was soll ich dazu sagen? Eine Sache ist natürlich, warum gibt es diese ganzen Stacks? Weil es geht. Das ist zumal eine Sache, die man nicht vernachlässigen darf. Wir haben jetzt hier ein System in die Hand bekommen, wo man alles runterladen kann,
um eine komplette eigene Software für ein Gerät zu machen. Ich lade OpenMMED drunter, mache Bitbake OpenMoco Image, und dann lasse ich das 10 Stunden rödeln und 30 Gig später habe ich ein Flash Image. Ja, das ist und kann wirklich, das gab es da vorher gar nicht. Insofern, oft ist es so, warum macht der Hund das? Weil er es kann. Ja. Also das ist ein grundsätzliches Problem, was wir natürlich bei der freien Software haben. Ja. Eine andere Sache ist natürlich, wenn schon der Hersteller selbst diesen Lack of Direction zeigt, macht es das für andere Anwender nicht einfacher. Das ist richtig, das müssen wir uns derzeit zu Herzen nehmen. Das ist definitiv nicht gut, aber daran wird gearbeitet, indem jetzt eben von unten heran aus an einem definitiven, hoffentlich endgültigen Stack gearbeitet wird, der eben das Beste aus allen Richtungen versucht zu vereinen. Ich hoffe, das beantwortet einigermaßen. Das heißt denn also für mich als Entwickler, ich warte besser erstmal noch, ich botte das Ding noch mal 3 Monate ein und dann gucke ich noch mal was an. Nee, das kommt ja darauf an, was man machen möchte. Also zum Beispiel, das Problem ist ja auch, es gibt nicht den Entwickler. Es gibt 1000 Entwickler und die haben alle verschiedene Ideen. Es gibt Entwickler, die wollen mit dem UI rumspielen. Denen ist das total wurscht, ob wir ein GTK-Image ausliefern oder ob wir ein Qtopia-Image ausliefern. Die wollen einfach nur an die Telefonie ran, die wollen ans Bluetooth ran, die wollen ans GPS ran, die wollen an die Accelerometer ran und wollen einfach loslegen. Und das können die auch schon. Dann gibt es halt Leute, die gerne einen fertigen Stack hätten, der im Prinzip Brot und Butter erledigt und den sie nur durch ihre Spezialanwendung aufwerten. Für die sieht es derzeit noch nicht gut aus. Das ist richtig. Es ist momentan eher eine Art hektischer Ansatz, in die Breite zu gehen und zu sagen, das geht alles. Dass dann natürlich alles nicht wirklich gut geht, ist irgendwie systemimmanent. Aber ich hoffe und glaube dran, dass man dennoch jetzt auch mal in die Tiefe anfängt zu laufen. Also man kann sehr viel schon damit machen, aber man darf derzeit nicht erwarten, dass es ein Image gibt, was weiter gepflegt wird, wo man eine gewisse Zukunftssicherheit hat. Diesen klassischen Third-Party-Markt gibt es einfach derzeit noch nicht, wo man sagt, als Entwickler kann ich mich darauf verlassen, auf jedem Freerunner läuft der Stack und ich kann dazu was fügen. So weit sind wir noch nicht. Ja? Mein Kollege, der hat sich auch hingekauft und ich habe da mal ganz skeptisch drauf geguckt und es tat auch wirklich nicht, dass er sollte. Und was aber erstaunlich war, ist, dass er sagt, die Entwicklung ist doch also sehr agil, also da passiert eine ganze Menge. Also der guckt sich immer mal wieder mehr halt an, was da Neues gibt und hat jetzt halt eben auch gezeigt, hier ist jetzt Debian drauf, da wurde ich langsam ein bisschen weich. Aha. Und wer ist das? Also wie setzt im Moment die Community zusammen? Sind das nur, wer ist das ungefähr? Demografisch gesehen oder also wer? Also es gibt viele, viele Interessensgruppen, die bestimmte Dinge vorantreiben wollen. Es gibt nach wie vor Leute, die sagen, womit ihr angefangen habt, war das Beste, das GDK-Image, weil das sind die Desktop-Tools, leicht angepasst, bisschen abgespeckt, aber ansonsten die Umgebung, die ich kenne, da würde ich gerne weitermachen. Das dürfen die. Das Problem, das wir damals mit dem GDK-Stack hatten, war, dass die Basis nicht solide war. Das bedeutet, man musste wirklich was anderes machen, weil die Basis konzeptuell nicht solide war. Und das hätten wir auch nicht solide bekommen. Aber da gibt es jetzt wieder Bestrebungen, die sagen, okay, ich nehme den FSO-Stack und bastel die GTK-Anwendung von dem alten Image drauf und fange an, die jetzt peu à peu evolutionär einfach zu verbessern. Und da wären wir meiner Meinung nach schon in eine ganz gute Richtung gegangen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, nee, ich wollte von Anfang an eigentlich Qtopia haben. Jetzt habt ihr es endlich entdeckt, dass Qtopia das Beste ist. Jetzt kann ich da weitermachen. Und das sind die Interessensgruppen, die das halt weiter vorantreiben. Also es ist schwierig zu sagen, wer ist das? Es gibt einfach viele verschiedene Leute, die in verschiedene Richtungen gehen und das mal mit mehr oder weniger Erfolg eben nach vorne treiben. OpenMoco selbst sieht es derzeit eigentlich sehr gerne, dass diese verschiedenen Richtungen wirklich betrieben werden. Ich sage ja, es ist derzeit so in der Ich-gehe-in-die-Breite-Modus und weniger der Ich-gehe-in-die-Tiefe. Wer sind die Entwickler? Sind das mehr aus dem studentischen Bereich? Sieht man, dass das so teilweise Firmen, die hinter anstecken? Sowohl als auch.
Also es gibt viele Firmen, die darauf setzen. Parent zum Beispiel macht großartige Erfolge mit Jalimo, mit Java auf dem Gerät. Es gibt Studenten, es gibt viele, die irgendwelche Fernsteuerprojekte haben oder Heimautomation. An den Unis ist das super Teil, weil sie jetzt endlich für relativ wenig Geld mal Zugriff auf ein Gerät haben, was vier Konnektivitätsmethoden haben. Und dann gibt es jede Menge Research, wie man dann seamless Handover zwischen Kommunikationsmethoden mache. Das konnte man vorher einfach nicht, weil die Hardware nicht da war oder nur zu richtig teuren Preisen. Und und dann gibt es eben die ambitionierten End-User, die teilweise natürlich ein bisschen enttäuscht sind, weil sie doch dachten, das kann ich jetzt von heute auf morgen als mein Haupttelefon einsetzen und dafür entwickeln, was leider nicht der Fall ist. Aber viele Leute, die eben sich auch eine LSLU2 kaufen oder einen OpenWRT-Router, weil sie einfach die Bewegung toll finden, die sind damit jetzt auch schon glücklich. Sind aber beide, also so bei Bahn, schon benutzbar gewesen. Gut, die sind auch länger am Start gewesen, muss man sagen. Die hatten zwar ein Projekt, wo man gesagt hat, wir versuchen es jetzt am Laufen zu kriegen. Ja. Ja. Aber es ist nicht einfach zu sagen, okay, ihr OpenMoko, wir sagen, wir machen es erstmal so. Wenn ihr was anderes machen wollt, hey, macht das. Aber das ist unser Weg. Das ja. Ist, was wir von OpenMoko. Verstehe ich. Fehlt mir teilweise auch. Aber da kann ich wieder nur sagen, es ist derzeit dieser Breit-Aspekt. Und ich bin ja derjenige, der versucht, von der Breite in die Tiefe zu gehen. Ich bin ja derjenige, der mit dem Free Smartphone versucht, das endlich mal auf stabile Füße zu bringen. Und das wird ja auch unterstützt. Ja. Aber eine rudimentäre Oberfläche. Ja, es gibt, aber wirklich nur rudimentär, muss ich dazu sagen, weil es ist halt so, ich hänge da mit 4, 4,5 Leuten und mache quasi ein Framework vom Scratch. Und da geht nur sehr wenig Entwicklungszeit in die Oberfläche. Aber ich muss natürlich auch, Middleware ist tendenziell unsichtbar. Ich fand es eigentlich ganz lustig zu sagen, dieses Framework-Image gebe ich als Konsolen-Image raus. Da kann man quasi gar nichts bedienen, sondern da kommt nur ein Prompt. Ja, das hätte einen gewissen Stil gehabt, aber 20 Minuspunkte für Usability. Insofern, da gibt es eine rudimentäre Oberfläche, mit der kann man wählen, mit der kann man SMS schicken, mit der kann man GPS-Location anzeigen, die demonstriert, was die darunterliegenden Services können. Also die Oberfläche basiert auf E, auf der Enlightenment Widgets, denn da hatte schon mal jemand im sagenumwobenen Neo 1973 Germany IRC-Channel was gebastelt, was relativ nahe kam, und dann haben wir das einfach genommen und haben es erweitert, und das war halt in E geschrieben und Python übrigens. Oh, so viele, weiß nicht, wer zuerst war. Die Frage war, gibt es auf freesmartphone.org schon irgendwas zu PIM? Nein, wir haben ein GSOC-Projekt, Google Summer of Code, was im Prinzip diese Frage lösen soll, nämlich wie müssen PIM-APIs aussehen, die man gerne hat, die man gerne bedient als Entwickler. Dieses GSOC-Projekt ist gerade so in den letzten Zügen. Also es ist noch nichts da, was quasi in der Oberfläche integriert ist, aber die APIs stehen quasi zum Review schon bereit. Und ich schätze mal, dass in den nächsten Wochen das da ist. Also das kommt gerade. Ja. Datenaustausch zwischen OpenMoko-Gerät und PC, wie geht es physikalisch, WLAN, USB und AMI? Und zweitens dann vielleicht noch ein bisschen logisch, könnte man ein solches Gerät theoretisch auch als Terminal benutzen zum Eindocken an einem Computer, wo das X-Window-System läuft. Okay, die erste Frage, wie kann ich Daten austauschen? Über Ethernet, also USB Ethernet, WLAN, Bluetooth, letztendlich kann ich ja alles, was irgendwie, kann ich auf allem ein IP-Netzwerk hochfahren und kann dann Daten austauschen. Das geht ohne Probleme. Die zweite Frage war, kann man es vielleicht als Terminal-Client benutzen? Ja. Aber halt ein bisschen mal in die Zukunft denken.
Kann man. Es gibt also es gibt VNC, es gibt sogar ein R-Desktop-Paket, das heißt, man kann sogar sich mit einem Windows-Terminal-Server verbinden. Wie viel Spaß das auf 640x480 Pixel macht, ist eine andere Frage, aber technisch geht es auch jetzt schon. Ja. Auch verschlüsseltes Einloggen mit SSH? Würde ich davon ausgehen, ja. Habe ich selber noch nie gemacht, sage ich mal, aber das ist... Ach so, ich meine jetzt in diesem Terminal-Server. Natürlich einfach, da läuft ein SSH-Daemon, ja. Also wenn ich über USB-Ethernet reingehe, da läuft nur SSH, läuft kein Telnet und nichts. Das ist also quasi schon komplett verschlüsselt. Ja. Bitte schön. Wenn ich jetzt als ambitionierter Neugieriger nachher so ein Gerät kaufe, mache den Karton auf und stecke eine SIM-Karte da rein. Was könnte ich denn konkret jetzt damit machen? Einigermaßen so, dass es auch Also das Image mit die Firmware, die mit ausgeliefert wird derzeit, ist eine Firmware, mit der man telefonieren kann, SMS schreiben, es sind ein paar Spiele dabei und ein einfacher Kalender. Das könnte man jetzt quasi einfach so tun, wenn man gar nichts anfassen will. Ist das in der Form stabil? Ich habe hier schon Nein-Flüsterungen gehört. Also an dem Auslieferungs-Image, also es ist halt so, man arbeitet an einem Image, irgendwann sagt die Fabrik so, jetzt brauchen wir ein Image und jetzt kann da nichts mehr dran gemacht werden. Das heißt, das Image, was jetzt ausgeliefert wird, daran wird schon monatelang nicht mehr gearbeitet. Deswegen gibt es jetzt dieses 2008-8-Update. Das ist relativ stabil. Qtopia hat halt eben schon ein bisschen länger auf dem Rücken. Es gibt da unterschiedliche Meinungen, das ist richtig. Also mein Nokia ist auch nicht stabil. Ich habe es selber nicht benutzt, muss ich dazu sagen, aber der federführende Entwickler sagt mir, es ist stabil. Leider ist in das 2008-8 Release natürlich wieder ein paar Last-Minute-Bugs reingekommen, die leider auch Showstoppers waren, aber Release Early, Release Offen, das ist ein Free-Software-Projekt auf einer anderen Seite. Insofern muss ich das mit einem eindeutigen Jein beantworten, die Frage. Ja. Nee, wir sind, was den Formfaktor anbelangt, am Limit. Das sind irgendwie diese 1200 Milliampere-Stunden, die in dieses Ding reingequetscht werden, sind, was ich mir von meinen Hardware-Leuten habe sagen lassen, mehr kann man in diesem Formfaktor derzeit nicht tun. Was man aber machen kann, sind diese, es gibt ganz witzige Extra-Batterien, die kann man so mit sich rumtragen und die haben ein USB-Kabel. Damit kann man die Batterie dann dreimal aufladen, dann ist auch dieses extra Ding am Ende. Das könnte man tun, wenn man wirklich unbedingt 20 Tage Verfügbarkeit braucht ohne Strom. Es gibt jede Menge Dinge, die man im Power Management tun kann. Power Management ist eine komplexe Domäne. Was wir derzeit zum Beispiel noch gar nicht tun, ist den Prozessor runtertakten. Der fährt momentan auf 400 MHz und zwar die ganze Zeit. So, nun ist es so, dass der Samsung, den wir da benutzen, Preisfreiheit, offene Komponenten, ist nicht wirklich gut, was das anbelangt, ihn runterzutakten. Wenn man gewisse Taktraten einstellt, funktionieren bestimmte Peripherieteile einfach gar nicht mehr. Das ist ein bisschen schwierig teilweise. Ein anderes Problem ist natürlich, dass das ist kein integriertes System. Das ist ein klassisches Smartphone-Prinzip, das heißt, ich habe zwei individuell werkende Prozessoren, die beide unabhängig an der Batterie nuckeln. Jetzt sind es nicht nur zwei, sondern gleich auch noch vier oder fünf Cores. Eigentlich ist es ein Multicore-Gerät. Denn das GPS hat einen eigenen Core, das Bluetooth hat einen eigenen Core, das WLAN hat einen eigenen Core, das GSM hat einen eigenen Core und wir haben dann noch den kleinen Samsung. Und die nuckeln alle an der Batterie.
Man kann noch einiges tun, sprich intelligent Geräte abschalten, sprich ein bisschen runtertakten. Gibt es noch Verbesserungspotenzial, aber keine Revolution bei dem Hardware-Design zu erwarten. Ehrlich gesagt. Wie lange geht das weiter? Das kommt auch an, was man damit macht. Im Wesentlichen, also so 20 Stunden Audio hören mit Display aus geht schon. 8 Stunden GPS geht auch. 2,5 Tage ab und zu nur mal eine Nachricht schicken und mal kurz telefonieren, mit Suspend dann aber auch schon. Was aber kein Problem ist, weil er wacht ja auch von Suspend, wenn ein Anruf kommt. Das sind so die Eckdaten. Wenn man nichts macht, 4 Tage, ja. Muss man im Einzelfall noch mal gucken, wo es da hängt. Es gibt 1000 Möglichkeiten, an denen das hängen könnte. Ich muss, glaube ich, wie spät haben wir? Okay, allerletzte Frage, ganz schnell. Letzte Frage ist über gegebenen Mikro. Also es gibt, so viele verstanden haben, mehr so obere Schichten. Ja. Wie viele unterschiedliche Kerne gibt es? Gar keinen, einen. Einen. Es gibt Leute, die haben L4 Microkernel in Dresden drauf gemacht. Es gibt BSD, gab es einige Leute, die das probiert haben. Aber immerhin geht es. Also wenn jemand Minix 3 drauf portieren möchte, dann ist das die Hardware, wo er es zumindest technisch kann. Und sonst wahrscheinlich nirgendwo. Damit nochmal vielen Dank. Jetzt ist auch wieder die Stunde rum. Gut. Der nächste Vortrag fängt erst um 15 Uhr an.